Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SoSilver Duolog Challenge mit Bennett und Paul. Hi, Leute. Heute geht's ein bisschen weiter in der Stadt umher. Mal gucken, was dieser hübsche Typ hier für uns hat. Das ist der Bärenheini, der Stücke. Bären für Stücke. Hallo, komm ruhig näher. Also ich habe leider glaube ich keine Stücke. Du musst noch sagen, dass du offscreen ein bisschen trainiert hast, dein Team. Oh ja, natürlich habe ich das. Jetzt sind wir auf der linken Seite Mozzarella und Schokolade Level 8 und Hähnchen sogar Level 10. Mhm. Bei Mozzarella ist tatsächlich nur der Wachstum dazu gekommen. Sie ist so schlau, dass sie über sich hinaus wächst. Oh yeah. Wachstum ist eigentlich ganz nett sogar. Ja, bringt momentan, warte, erhöht Angriff und Spezialangriff, oder? Momentan bringt sie gar nichts. Bringt mir gar nichts, weil ich gehe ja eh nicht auf Spezialangriff eigentlich. Naja, dann hier, wie die Steinpolitur bekommt, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Nemsula, ja, fantastischer Angriff. Es bringt auch so, wenn es das Boden-Pokémon hat. Naja. Ja, Nemsula ist Schrott. Aber hier, Steinpolitur ist ganz schön geil. Das könnte auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Genau. Und Hähnchen hat Windstoß erlernt, oder? War das die letzte Folge? Nee, das war auch im Training. Das war auch im Training, ja. Genau. Windstoß ist fantastisch. Okay, und deswegen gehen wir heute in den Knurfenserturm. Auf der linken Seite der Stadt fehlt noch ein bisschen. Nur wollen wir noch ein bisschen gucken, ob hier irgendwelche Leute sind, die uns tolle Sachen geben. Ich glaube, die Leute in der Stadt verkaufen, aber haben aber nichts Besonderes. Da war ich, aber danach links müssen wir noch ein bisschen. Pokémon Markt. Da links in dem Haus waren wir, glaube ich, noch nicht. Mit dem lilanen Dach. Ha. Das ist wundervoll, dunkel lila. Lila Fax. Winz, da ist ein Hähnchen. Tata Taubsi. Das heißt Erdbeere. Schön. Na, meine Tochter nennt gerne ist. Das passt ja sogar. Ey, ich dachte, ich nicht. Ah, stimmt. Ja, darfst du. Meine Tochter nennt Pokémon noch Sachen, die sie gerne ist. Mein Taubsi heißt Erdbeere. Das ist schön für dich. Unser. Ja, gut, wir meins heißt Mozzarella. Ich würde es ja gerne essen, aber es geht halt nicht. So. Da links könnten wir auch noch ein Pokémon fangen dann. Ja, soll ich dir eins fangen? Immerhin hast du nur so ein... Ich dachte, du fängst mit dem Knurfenserturm an. Ich fange durch, geh jetzt zum Knurfenserturm. Ich hoffe, es wird ein Nebulak. Gibt's noch? Gibt's auch Zubat? Ich glaube, es gibt tatsächlich nur Nebulak und Knurfenser da, oder? Sicher? Das ist ein kleines Kind. Keine Ahnung. Kleines Kind. Soll ich dir was verraten? Du kannst Markierungen auf der Karte von deinem Pokécom setzen und dir kleine Notizen dazu schreiben, wenn du willst. Ich war so Pokécom, aber meine Mama will mir keinen kaufen. Ist doch noch nichts für dich, du bist noch viel zu klein. Ist halt echt so. Du mit deinem Tablet. Ehrwürdiger Knurfenserturm. Findest du dir selbst, indem du hier deine Pokémon trainierst. Okay. Ich will wissen, wie Knurfenser drauf ist. Mozzarella. Ja, wenn wir drin sind. Wir müssen erstmal die neue Atmosphäre einatmen. Da ist ein Radfahrt. Riechst du sie? Aha. Oh, ist tanzt hin und her. Oh. Sieht richtig lustig aus. Ja. Mit den Beinen. Mozzarella wabbert hin und her, ganz als ob es tanzen würde. Super cool. Schön. So, hallo, alte Dame. Rede ruhig mit ihr. Die Trägersäule des Turms soll aus einem über 30 Meter hohen Knurfenser entstanden sein. Ah ja. Das bezweifle ich. Siehst du, wie sie sich bewegt? Die Mönche scheinen oben mitten im Training zu stecken. Guck mal, das ist wie du, Knurfenser. Der Knurfenserturm wurde vor langer Zeit als Trainingsstätte für Pokémon errichtet. Und für Knurfensers. Leute, die es bis ganz an die Spitze dieses Turms schaffen, erhalten eine exklusive Attacke. Nett. Also, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Okay, der einzige Weg ist nach oben, also gehen wir nach oben! Achso, okay. Nein, natürlich nicht. Wir beugen uns dem Spiel, ist in Ordnung. Haben die nicht alle Knurfenser? Oh. So sehr wie wir auch hier wüten, der Turm steht felsenfest. Naja, wenn sie Knurfenser haben, dann dann solltest du vielleicht... Wechsel ich wahrscheinlich gleich. Ja, die haben alle Knurfenser. Aber meins ist stärker! Und hier sind ja alle nur... Oh Gott. Na komm, das schaffen wir doch. Auf geht's! Sollte eigentlich... Oh, es ist doppelt nicht sehr effektiv, ne? Die sind ja Pflanzengift. Na, ich glaube, ist Knurfenser nicht nur Pflanze? Ich meine, es ist auch schon Pflanzengift. Guck mal nach bei Poké. Ist überhaupt. Ist Azeen jetzt auch Pflanzengift? Ja. Oh, nicht. Bericht. Ja. Tatsache. Okay, In der ersten Gen waren ziemlich viele Pflanzengift. Das dauert mir zu lange und Kleinstein bekommt vierfachen Schaden, also Hähnchen! Hähnchen, Crit-Buster! Oh yeah. Der kleine Clown. Das ist krass, wie oft uns jetzt schon durch Crits einfach aus der Krise geholfen hat. Mhm. Los! Windstoß! Kritchen nennen ihn seine Fans auch. Kritchen! Oh, kein Krit, schade. Aber man kann es ja nicht immer erwarten. Braucht man ja auch nicht, ne? Er macht es nur, um seine Gegner zu verarschen. Ah, ja, Clown stimmt. Das war das. Fenster. Gut. Miese Taktik, würde ich sagen. In dem Turm wird es wahrscheinlich jetzt nicht so gut für deine anderen Pokémon zu trainieren, auch wenn die Lüftenfenster alle Level 3 sind. Ja, also es ist nicht so schlimm. Ich dachte, dir gar keine Tipps geben. Das ist ja kein Kampftipp. Nee, ich habe davor gesagt, dass du auswechseln solltest. Ja, das habe ich mir auch überlegt, als ich dann gemerkt habe, vierfach Resistenz und das dauert mir zu lang. Er heißt übrigens Eggert.
Alles klar. Daubsis sind da, schnell bring die Knuffenser rein. Gefräßiges Hähnchen zerwüstet den gesamten Vorgarten. Nein, frisst alle Hähnchen. Frisst alle Hähnchen? Ja. Hähnchen frisst Hähnchen? Hähnchen frisst Hähnchen. Fast für ein Kannibal. Sein Kannibalhähnchen, genau. Ich habe hart gekämpft, doch ich war einfach zu schwach. Das hast du gut richtig erkannt. Guck, jetzt geht's wieder runter. Sag Tatsache. Ich doch. Aha, jetzt kriegen wir bestimmt Items. Item? Ja. Ja. Paraheiler. Das ist immer gut. Ja, definitiv. Müssen wir kein Geld vorgeben. Wir haben gerade echt wenig Geld. Das stimmt, weil Mama so viel hat. Ich wollte während des Trainings Gegengift holen und ich hatte einfach nicht genug Geld, um Gegengift zu holen. Oh, und Gegengift ist einfach das Billigste, was man sich im Pokémon-Markt kaufen kann. Hast du ausgetauscht? Nein. Ich wollte auch nur 3 Knuffensers haben. Spannende Knuffenser! Los, Mozzarella, zeig ihnen nichts. Zeig ihnen kurz, wie du aus dem Pokéball kommst. Kurz zeigen, wie du toll tanzen kannst. Ist ja noch nicht mal ein Pokéball. Ah ja, stimmt. Läuft ja hinter mir her. Stimmt. Und jetzt, Hähnchen, du darfst wieder. Oh Mann, diese Knuffenserkämpfe sind echt. Das wird spannend. Ganz schön schwierig. Aber ich achte auf den wunderschönen rosa Rahmen und das ist, ja, das lenkt ab. Einfach toll. Definitiv. Ich mag das. Oh, one hit! Ich mag tatsächlich Knuffensers Design. Ich find's irgendwie. Ja, ich mag es. Ein bisschen oldschool. Ja, sowieso, ich finde auch die. Nein, nicht wechseln. Oldschool-Pokémon echt ganz schön cool. Ja, die sind ja auch gut. Vor allem, das war, glaube ich, die Gen, wo tatsächlich die meisten eingefügt wurden. Na klar. Ich meine, die haben es nie. Spielt ja wieder in der Johto und in der Kanto-Region. Nee, generell, die haben es seit der ersten Gen nie wieder hinbekommen, 150 oder mehr auch einzufügen. Echt? Nee, guck mal, meistens sind es doch inzwischen nur 90 bis maximal 120 oder so. Aha. Diesen war. Sehen wir. Ich kann heute echt nicht sprechen. Was ist los? Scheinbar. Seht mal, Bennett. Bei Bennett lernt man noch was. Bei Bennett lernt man was. Lernen nicht viel, aber. Ich meine, damit könnt ihr niemanden beeindrucken. Höchstens irgendein. Ach. Pokémon-Fan. Aber. Ich glaube, ich lasse mal Mozzarella tatsächlich vorne, weil es gleich auf einem neuen Level ist. Ja, okay. Der Ball hat gewackelt. Der Ball. Oh. Ja. Das erkennt man. Mhm. Als Pokémon-Expert erkennt man, wenn der Ball wackelt, dann ist das Pokémon kurz vor einem Level up. Seit der 4. Generation. Echt? Ja. Oh, Greg ruft an. Hey, Greg. Oh, Greg. Willst du uns das aus deinem Tagebuch vorlesen? Guten Tag, Wiebke. Greg am Apparat, wie geht's? Ich habe alle möglichen Bären gefunden, wenn du willst, teile ich mit dir. Ich warte hier, Route 31. Also können wir uns gleich nochmal ein paar Bären holen, ist doch interessant. Wahrscheinlich sind es irgendwelche Kackbären. Ja, aber Kackbären sind am Anfang ganz schön gut. Citrobeere wäre fantastisch. Boah, nee, wahrscheinlich eher so Sinel und so. Aber dann können wir unsere Pokémon schon mal mit Sinelbeeren ausrüsten. Für den Kampf in der Arena wäre es sehr wichtig, das stimmt. Oh yeah. Allein so eine Sinelbeere kann am Anfang so hilfreich sein. Yes. Hallo, Herr Mönch? Zittere wie Laub im Wind. Ja. Zitter. Was ist mit Zittern? Nee, ich find's witzig, ich hab einen Skylander, da ist T-Rex und wenn der herausgerufen wird, dann sagt er zittere wie Espenlaub. Ah. Ja, gut. Hat mich gerade dran erinnert. Warum hast du gewackelt? Nee, es ist eins von deinen, das gewackelt hat. Oh, ich hab mich verguckt. Das ist wahrscheinlich Hefeflock oder Tofu. Ich bezweifle Tofu, ja. Das. Fuck, wie heißt das Scheißvieh? Okraschote vor einem Löwig absteht. Hast du es jemals in einem Kampf eingesetzt? Nein. Es wird auch erstmal noch nicht der Fall sein. So zumal sein. Es mir in der Flugarena eh nichts bringen wird. Nein. Vielleicht als Opfer. Ja. Um einen Safe Switch zu haben oder so. Naja, ich glaube, wenn da das Torboga irgendwie Windschuss einsetzt, ist nicht mal das ein Safe Switch. Nee, um einfach nur danach einen Safe Switch zu haben. Ach so. Ah, ja, wenn du gut. Sozusagen das Pokémon wechseln willst. Darüber will ich gleich nachdenken. Ich will keinen verlieren. Okay. Ey, Okraschote wäre jetzt nicht so schlimm. Ihr Mönche, könnt ihr nicht irgendwas Cooles haben? Da fällt mir irgendwas, wo Pflanzenattacken wenigstens normal effektiv sind. Da fällt mir ein wildes Pokémon, hast du noch nicht gesehen, oder? Hier drin? Nee, ja. Hier gibt's? Drin? Noch nicht. Cyberpflege-Pokémon? Ja, auf einer bestimmten Ebene erst. Ach so. Hat mich jetzt nämlich gewundert, aber du rennst da rum und rum und findest einfach keinen Knuffenser? Nee, am Anfang gibt's da noch keine tatsächlich. Ah, Knuffenser. Attacke! Mann, das ist so spannend. Windschuss. Knuffenser! Ja. Auf Wiedersehen. Spannend. Da kann man sehr viel zu sagen. Oh ja. Hähnchen, nein! Kurz vom Level up. Mein Wille ist schwach. Tja, dann solltest du mehr trainieren. Richtig, mit kleinen Knuffensers. Ein bisschen offscreen. So, jetzt geht's schon gleich ab hier. Trank. Trank. Glaubst du, die haben auch alle Knuffensers? Zumindest tausche ich jetzt, glaube ich, doch mal die Pokémon aus, weil es ist ja langweilig eklig, hier. Eklig und langweilig. Dann machen wir das einfach schnell und Wirbelwinden stoßen hier einmal kurz. Komplett durch. Okay, dann mal los. Wie heißt du? Ich wandle auf dem Weg des Pokémon-Trainings, um Erleuchtung zu finden. Erleuchtung. Aha. Die Fähigkeit ist scheiße. Was bringt das nochmal? Mehr wilde Pokémon-Encounter. Das ist fantastisch, das ne? Das ist fantastisch. Nur zum Trainieren gut. Ja.
Auf geht's, Hähnchen. Oh, das ist Level 6. Mhm. Oh, hast du gesehen, wie viele da gewackelt haben? 3 Stück, glaube ich. Nee, es sind 2. Es ist eins von dir und ein Hähnchen. Sicher? Es sah aus, hätten 3 gewackelt. Können wir gleich nochmal gucken. Boah, es hat nicht gereicht für einen One-Hit. Hähnchen. Hähnchen, ey. Ich bin enttäuscht von dir. Ist halt echt. Er will den Gegner nur ärgern. Oh, doch, du hast recht. Das war kein 3, ja. Dann ist jetzt noch eins von mir schon. Ja. Ein weiteres. Naja, egal. Da wir sind immer gut. Also meinst du, ich sollte nochmal meinen Mozzarella reinschicken? Nur so? Ja, Mozzarella ist ja kurz davor. Also. Aber. Obwohl ich bin schon. Ich darf dir keine Tipps geben. Obwohl das ist ja kein Kampf. Sollte eigentlich. Deadlift. Passen. Noch bin ich nicht Meister meiner selbst, aber ich habe Meister verloren. Vielleicht hat der nächste ja 2 Pokémon, dann ist das erste nicht ganz so stark und macht mir dann auch nicht so viel Schaden. Richtig. Also tauschen wir nochmal aus. 5 Los, Stelle. Mozzarella. Mozzarella gleich Level up. Ich habe Okraschute gelesen. Wo sind die wilden Pokémon? Diese Cham, die mir der Weise Stun vertraut hat, bringt Licht selbst in die Tiefste. Ach, hier gibt's Blitz. Dann können wir in die Dunkelhöhle nochmal richtig. Ja. Nochmal richtig erforschen gehen. Mhm. Ein Knopf. Der kriegt Blitz. Blitz, stimmt, das ist ja noch eine TM und keine VM. Okraschote? Wenn es das erlernen kann. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten Mozzarella. Ist Blitz nicht so eine Attacke, die sehr viele erlernen können? Ja, ich glaube schon, aber ich glaube nicht, dass Safkon und Kokuna irgendwelche TMs erlernen können. Doch. Echt? Oder? Okay, kann auch sein, dass sie zu den... ausprobieren. Ja, es kann auch sein, dass sie zu denen gehören, die gar nichts erlernen können, wie Carpador und ein paar andere. Mhm. Und Ditto. Ditto zum Beispiel. Es reicht immer noch nicht. Nein. Mein Hähnchen! Selbst Stufe 12 reicht nicht aus. Du musst doch stärker werden, Hähnchen. Und bessere Attacken erlernen. Oh ja, das wäre auch. Und jetzt kritte doch mal wieder. Windstoß ist ja auch eine spezielle Attacke, ne? Stimmt. Und wir wollen ja mit unserem frohen Wesen eh auf voll Angriff gehen. Ist froh nicht Tempo? Ja, aber spezieller Angriff. Ach ja, stimmt, ja. Mozzarella reicht Level 9. Wuhu! Yay! Und Hähnchen ist schon fast wieder vom nächsten Level ab. Mm. Es ist wohl doch nur mein Haar, das Licht ist. Er hat keine Haare mehr. Ja, so, jetzt heilen wir doch mal ein bisschen. Mhm, wir könnten auch ins Pokémon Center gehen, aber das wird sehr nicht hilfreich. Er wird nicht notwendig sein. So. Ja, AP sind noch voll und klar. Den ganzen Weg jetzt wieder runterlaufen. Und so, glaube ich, auch keine Lust zu. Mhm. Oh, da ist unser Bobodo. Bobodo. Lass mich sehen, wie stark dein Ah, da der Pokémon ist. Sorry, ich war gerade abgelenkt von Bobodo. Ist in Ordnung. Ich nehm's dir nicht übel, Bennett. Er ist so heiß. Ingolf. Ja, er sieht besser aus als die Mönche hier. Also eure Attacken, eure Pokémon-Vielfalt lässt auch zu wünschen übrig. Ich meine, sie haben unterschiedliche Level. Ja. Jetzt hier, der hat Stufe 7 anstatt Stufe 6. Ja, schon. Das ist, Ja, das ist eine Krötchen. Haben wir irgendwas eingestellt? Nein, Hähnchen ist einfach gut drauf. Oh, jetzt kann ich mal wechseln. Jetzt kommt Schokolade rein. Jetzt kommt Schokolade, ja, genau. Schokolade zeigt euch jetzt mal seine neueste Taktik. Die da wäre? Hier, Steinpolitur natürlich. Achso. Weil er ist ja im harten Wesen, das heißt, seine Initiative ist nicht besonders gut. Das stimmt. Komm schon. Blödes Gutes. Egal, der kann mir eh nichts. Ich weiß, es wird aber ein nerviger Kampf. Ja. Schokolade ist eingeschlafen. La 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 la. Wo er Schlafolade, hab ich recht. Schlafolade. Schlafolade. Oh, Volltreffer. Oh, das ist ein Hähnchen-Fanboy. Also, das ist schon ordentlich, dieser Output. Das macht mir schon fast Angst jetzt. Fast. Das Hutus guckt dir in die Seele. Noch ein Volltreffer. 2 Volltreffer hintereinander. Hutus, du musst es jetzt nicht übertreiben. Was geht da ab? Steinpolitur. Jetzt sollte es eigentlich schneller sein. Natürlich, es verdoppelt seine Initiative, also. Mm, ja. Hut steigt stark, heißt immer verdoppeln. Ja, aber die Initiative eh nicht so stark. Eigentlich. Ja, okay, yes. Schneller doch. Schneller sein. Der Kampf ist trotzdem lang. Oh, doch, doch, es war absolut. Oh, immer diese scheiß Hypnose, ey. Das ist so nervig, vor allem es trifft auch noch immer. Das ist nicht fair. Hut, komm schon. Mach mal was Cooles. Sei mal cool. Sei mal nicht so lame und benutzt diese scheiß Attacke. Och, nein. Oh, willst du austauschen? Ja. Nimm einfach wieder Hähnchen, das ist kurz vom Löffel ab. Nicht. Oh, ich darf nichts sagen, Entschuldigung. Keine Tipps geben. Das ist gar nicht so einfach. Es fällt echt schwer. Ja, ich glaub's. Warte mal, ich bin gespannt, ob das jetzt reicht, wenn ich einen Windstoß mache. Ich denke schon. Mal schauen. Vielleicht soll ich Tackle benutzen. Tackle ist stärker, weil es ein physischer Angriff ist. Ich darf nichts sagen. Und der ist ja normal Flug. Ah, okay, jetzt habe ich dabei benutzt. Was war's mit Tackle? Dann benutze ich keinen Tackle. Wenigstens hat er nicht wieder Hypnose eingesetzt, ey. Zack, oh Gott, und Hut ist auch weg. Hut. Aber Hut wäre auch gut gewesen. Vielleicht hätten wir in der Nacht anfangen sollen, aufzunehmen. Hm. Ja. So, ich Hypnose. Finde eigentlich Taubsi schon fast cooler. Ja, es weil ist Hypnose ist so unzuverlässig. Ja, eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum jetzt die ganze Ruckzuck Zeit. Ruckzuck, das ist gut, das ist gut. Ist auf jeden Fall schon mal besser als mein Tickle. Mhm. Ich meine, es ist wirklich stärker. Ja, ich glaube, meine Pokémon. Ja, es ist.
Ja, So, dann... Willst du kurz... Aufweg hast du nicht, ne? Stimmt, nee. Ich will jetzt auch nicht ins Pokémon Center rennen. Jetzt ruckzuck gibt tatsächlich meine stärkste Attacke, weil es ja normal Flug. Ach, ja, aber ich mach das jetzt einfach schnell hier mit Hähnchen. Ja, stimmt. Und dann okay. Ist ja auch schon vorbei. Was sagst du dazu, Hähnchen? Oh, will scheiße. Der, nee, ich glaube, der benutzt diese Fluchtzahlen, verpieselt sich. Ah. Deine Macht sucht wirklich ihresgleichen. Wie vereinbart will ich dir nun diese Themen überreichen? Aber du solltest deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Genau, seid schön freundlich sein, Pokémon. Ach, wir wollten noch gucken, ob das Paul ist. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Sind auch Freunde und Kuschelpartner. Und unsere zum Essen. Bobodo. Er assistiert mir groß, er sei der Weiseste von allen. Und dann macht er sofort schlapp. Aber das war mir von vornherein klar. Ich verliere doch nicht gegen jemanden, der so kindisches Zeug erzählt. Man soll seine Pokémon gut behandeln. Für mich zählen nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Alle anderen Pokémon interessieren mich an feuchten Kehricht. Ich meine, er redet so wie Paul. Bobodo. Also passt schon. Von ja. Von der Art und der Mache. Ja. So, wie geht's dir, Topsy? Yay, es ist glücklich. Hähnchen ist darüber äußerst energiegeladen. Wuhu. Es ist voll drauf. Ich hole mir erstmal hier das Item. Yeah. Fluchtseil gefunden. Ja. Yeah. Gleich benutzen, um ganz schnell zu verschwinden. Ach ja, gegen die müssen wir noch kämpfen, ne? Hm. Hier im Knuffelsatom erarbeiten sich Pokémon-Menschen eine strahlende gemeinsame Zukunft oder suchen im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Oh. Erlaube mir, die Freundschaft zwischen dir und deinem Team zu erproben. Hat er vielleicht sogar eine Utrigaria? Mal schauen, ob meine Prüfungsangst haben. Aber ich glaube nicht, Alter, gar nicht. Ich glaube auch nicht. Marek. Vielleicht hat der mal was anderes außer Kompensa. Nein, wie, nein. Nein. Das ist nein. Schade. Dann wohl doch, Mensch. Die wollen sich doch treu sein. Also, traurig, ey. Zurück zu den Wurzeln, verstehst du? Oh, oh. Aber jetzt auf Level 13 macht er sogar One-Hits gegen ja, den kleinen Kompensa Level 7. Back to the Woods. Gut, tut schon wieder. Es Schokolade nein. Schläft noch. Kurz überlegt, aber nein. Wir haben jetzt auch den Ruckzucki. Oh, Stufe 10. Das ist schon ordentlich hier. Also. Ordentlicher, definitiv. Aber Ruckzucki sollte schon ordentlich Schaden machen. Auch. Oh, gut, ging daneben. Gut. Ich dachte schon. Das wäre sonst wieder super nervig geworden. Das Ruckzucki. Hätte ich nicht schön gefunden. Nein, Ruckzucki. Nein. Oh. Jetzt sind einfach zwei von mir schon. Aber weißt du was? Ja. Ich glaube, ich hole trotzdem Schokolade rein, weil Schokolade einfach mehr aushält. Ja, gut. Ich darf das so nicht sagen. Mit seiner Hundverteidigung. Jetzt ist ja eh schon zu spät. Ja, das stimmt. Oh. Der Heuler mal wieder. Liebliche Attacke. Wir alle freuen uns. So, und jetzt geht's ab. Schnabel würde mich jetzt, glaube ich, nichts machen. Oh, ja, das war... Wie viel hattest du vorher? 19 oder 18? 19 hatte ich vorher. Also schon zwei Schaden, aber... Das sollte dich eigentlich nicht besiegen können. War es ja nicht sogar noch so... dass physische Attacken das schneller wieder aufwachen lassen haben. Was? Echt? Also, das war in irgendeiner Generation mal so. Echt? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass in der ersten Gen war deine Geschwindigkeit davon abhängig, ob du einen Volltreffer machst. Das heißt, ganz schnelle Pokémon haben Dauer Volltreffer gemacht. Du meinst, ach so, ah, okay. Ja, also je schneller dein Pokémon ist, desto eher Volltreffer hat's gemacht. Und das war ziemlich OP. Krass. Dann hast du halt so ein Dicktri und machst Volltreffer. Oh, deswegen. Ja. Ich bin gewundert, warum die immer so krass waren. Und das war so wickel, hatte ich irgendwie 5 Runden lahmgelegt. Ha, das war ziemlich krass. Nach einer Runde aufgewacht. Sehr gut. Sehr gut, Schokolade. Ah, ich bin Schlägerbrause. So. Level up für Schokolade, wundervoll. Das ist schön. Schokolade, reicht Level 9. So, und was ist das letzte Pokémon? Ein Knuffenser. Dann tauschen wir doch mal wieder aus. So viel Abwechslung. Oha. Aber immerhin ein Hothuhn war dabei. Ja, ne? Ja, das, ich sehe schon. War sehr die haben spannend. Ja auch nicht so viel Auswahl in der Umgebung. Nee. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir einen Knuffenser bekommen haben. Ja, das stimmt. Aber irgendwie sind hier keine Pokémon im Knuffenser drin. Eigentlich sollten da doch welche sein. Soll ich mal gucken? Bitte, guck auf einmal kurz. Okay, ich werde jetzt mal nachgucken. Dann weiß ich, ob ich hier gleich noch ein bisschen rumlaufen soll oder ob ich einfach Fluchtseil benutze und rausgehe. Okay, das werde ich jetzt mal rausfinden. So, der Ragnit wird nicht viel Schaden machen, da ist ein nicht sehr effektiver Attacker. Und jetzt aufgewacht und Windstoß! Und dann sollte das eigentlich auch reichen für einen One-Hit. Hoffentlich. Hat das gereicht? Jo. Ja, gut. Sehr schön. Gut, hier sind die... Ich hatte damals halt auch nur Knuffensas. Ja, es sollte eigentlich Radfratz und Nebula... Nee, Nebula gibt es nur nachts. Am Tag... Aha. Es gibt tagsüber nur Radfratz. Okay, das heißt, wir können raus und in der Nacht vielleicht nochmal irgendwann hier rein. Ja, irgendwann in der Nacht. Dann kannst du auch das Fluchtseil einfach nehmen. Hier gibt es nur Radfratz. Dein Kampfstil ist wahrlich nicht zu wünschen übrig.
damit brauchst du dich nicht einmal vor Meister Falk zu verstecken. Hey. Hey, und jemand wie du weiß sicher auch hiermit richtig umzugehen. Das ist eine TM namens Blitz, sie gehört dir. Yay, schön. Ja, TM70. Dann können wir in der nächsten Folge mal gucken, wer alles Blitz erlernen kann. Und dann können wir mal in die Höhle gehen. Mhm. Wenn du einem deiner Pokémon Blitz beibringst, kannst du damit jeden noch so dunklen Ort erhellen. Du könntest die TM zum Beispiel einem Knuffenser beibringen. Aha. Ja. Gut. Gut, dann machen wir Fluchtseil und dann... Und dann geht's ab in den nächsten Part. Richtig. Und in diesem Part haben wir nur diesen Knuffenser besiegt. Ja, tatsächlich. Hähnchen. Ich find's sehr schön, dass die Pokémon sich mitdrehen. Find ich auch super, Hähnchen an Brummkreise. Schon nett. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Ciao.